So. Da wird noch geladen. Während in Villa Riba noch geladen wird, ist Villa Bajo schon am Feiern. So, und jetzt sind wir in der Nähe des Monster Framesaugers hier. So. Komischerweise, wenn ich hier drinne bin, aber normalisiert sich das langsam. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß es wirklich nicht. Ach, toll. Ich bin auch blöd, weil ich zwar, wobei, warte mal. Ich kann ja mal direkt gucken, ob ich euch zum Kotzen bringen kann. Aber das war eigentlich, Bücher. Bücher. Okay, cool. Das dürft ihr noch gar nicht lesen, glaube ich. Das wird eins von den Büchern sein, die ich verstecke. Für irgendwann mal die Schatzjagd. Da habe ich nämlich schon ein paar von geschrieben. Und auch ein paar davon versteckt. Ich sag euch nicht wo, weil sonst wäre jetzt gar nicht versteckt. So, Moment. Wo sind denn hier die viele Waffen und viele Schwerter und Rüstung? Wo habe ich denn? Hab ich nicht irgendwo noch Bookshelves? Ich war mir sicher, ich habe irgendwo sogar nicht. Habe ich keinen Bookshelf Ordner hier? Kein Dings, wo nur Bücher drin sind? Nein. 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 Ah, fuck, ey, dann werde ich wohl. Vor allem die Bücherei, das ist Teil, also was ich vorhabe, ist wieder mal eigentlich eine mega lächerliche Idee, weil die Bücherei, die ich hier vorhabe, hier reinzubauen, also ins Gebäude vom Bürgermeister, die wird echt fast so groß werden wie die Bücherei. Nicht ganz, aber es werden schon massig viele Bücherregale da reingestopft werden, sodass man echt fast meinen könnte, die Bücherei ist umgezogen. Nee. Da hinten sind nur Pflanzen. Da darf die eigentlich gar nicht sein. Warum ist hier... Hier fehlt ein... Ach, weil hier irgendwann mal was hochgegangen ist. Kann das sein? Ich habe hier noch... Ja. Blumen und so. Blumen werde ich später auch mal gebrauchen. Um den Garten auszubauen dann von den beiden. Habe ich noch Leder? 6 Stück. Ja, das ist ja toll. Das heißt, ich kann 6 Bücher machen. Da habe ich... Ich habe keine... Wir werden extra Bücher bauen müssen. Das heißt, ich muss wieder ganz krass die Kühe farmen und so, um wieder mehr Bücherregale zu bauen. Gut, weiß ich Bescheid. Das mache ich dann offscreen. Ich habe zu wenig Sportsboot, ey. Das wird auf jeden Fall alles weggehen. Wie viele... Davon habe ich auch zu wenig. Definitiv. Die werden wir dann jetzt anpflanzen. Ich habe extra ein extra Sportsboot-Lager draußen gemacht. In der Hoffnung, dass es uns irgendwie was bringen wird. Also erstmal pflanze ich das jetzt hier. Und dann kann es sein, dass ich weiß, wo noch Sportsboot ist. So, und da machen wir jetzt einfach, wir pflanzen jetzt alle nebeneinander in der Hoffnung, dass das so wie da drüben und das da einfach zu einem dicken Block Sportsboot wird. Wir sind Nadelholz. Damit wir das ganze Ding dann abbauen können. Um dieses dekadente Pack mit Holz zu belagern. So, wieder zurück Richtung alles fressender Lagereinheit. Da siehst du, die Gebäude im Hintergrund wurden auch noch gar nicht geladen.
glaube, die verschwinden auch ab und zu wieder aus dem Kader, oder? Aus dem Load. Was auch nicht sein darf eigentlich. Hallo? Minecraft? Lade mal bitte hier die Gebäude und so. Was soll denn der Shit? Aha. Das ist das auch. Das dürfte... Warum lädt er das nicht schneller? Nazi. So. Ja, und das war mein Ding beim Zahnarzt. Jetzt muss ich da noch zweimal hin. Der hat da noch zwei Löcher entdeckt. Freue ich mich mega drüber. Dass ich da jetzt noch zweimal hin darf, damit er mich alleine so nochmal ein bisschen torturen darf. Ja, und danach gucken. Das wäre cool. Wir können ja... Oh, geil. Dadurch, dass wir so viel von den Prismarinen haben, können wir ja extra... Aber welches Prismarin nehme ich dafür? Nehme ich extra dunkles, ne? Und das bauen wir am besten, dunkles Prismarin. Ich guck mal einfach, warte, ich nehme hiervon zwei. Das nehmen wir mal fürs Badezimmer für die. Weil die können sich halt leisten, das, was andere nicht können. Deshalb wird da auch sehr viel Quarz noch mit drin verbaut sein. Ja, das ist Clay. Clay ist auch gut. Sandstein ist auch cool. Schade, ich habe gedacht, ich hätte hier... Das Gebäude muss ich auch noch fertig machen. Ups. Aber es wird auch nur zweistöckig. Von daher... Alles okay. Schade, ich habe gedacht, ich hätte hier vielleicht noch irgendwo was. Meh. Leider nicht. Na, dann müssen wir hoffen, dass es mit dem Sportboot gleich ein bisschen schneller geht. Und... Prismarine. Das ist einfaches Prismarine. We live in... So. Was wollte ich noch erzählen? Ja. Eigentlich... Voll die Banalität und so, aber ich fand das ganz lustig. Eine Freundin von mir, bei der ich letztens zu Besuch war, die hat, weil ihr Sohn, der war, also die Sache war, die hat ihrem Sohn erzählt, weil er gefragt hat, wie weil Pinguine nicht fliegen können, wie die denn teilweise auf den Berg hochkommen. Warum auch immer, keine Ahnung. Und dann hat die ihrem Sohn erzählt, die pupsen ganz viel und dann können die den Berg hochfliegen. Als ich der das erzählt habe, habe ich erstmal, als sie mir das erzählt hat, so rum, für den Schuh raus, habe ich erstmal mega ablachen müssen. Und danach habe ich sie gefragt, ob sie überhaupt weiß, wie viel Bar in so einem Pinguin drinne stecken muss. Und wie viel Gasdruck der aufgebaut haben muss, damit das funktionieren kann. Und dann sagte sie, ja, das ist egal, das funktioniert auf jeden Fall. Und dann habe ich später ein lustiges Bild gefotoshoppt, wo ich einen Kampfjet halt aus dem Bild rausgenommen habe und einen Pinguin, der dann da durch die Luft fliegt mit so Kondensstreifen, weil er halt mega am Rumpfurzeln ist. Fand ich mega lustig, sie auch. Ende aus Mickey Mouse. Aber, stellt euch mal vor, das wäre wahr. Dann gäbe es voll die Bombenpinguine. Womit man echt, weiß ich nicht, ganze Blöcke in die Luft sprengen kann, wenn man die anzündet. Weil die ja so tierisch unter Druck stehen müssen. Es wären Massenvernichtungspinguine. Das heißt, jeder zweite Zoo in Deutschland hätte größeres Vernichtungspotenzial als unsere Bundeswehr. Man braucht nur Pinguine mit dem Flugzeug abzuschmeißen. Oh Gott. Oh Gott. Ihr müsst euch das nur anhören. Ich muss damit leben. Das ist in meinem Kopf drin. Machen wir normale Treppen oder
gerade über 5. Es würde sich eigentlich eine lange, so eine normale Treppe, also durch Slabs würde sich anbieten, finde ich. Ich finde schon. Es ist ja schließlich genug Platz da. Wenn wir was haben in der Hütte, dann haben wir Platz. So. Ich hoffe mal, die blöden Kackbäume da vorne, die wachsen jetzt ein bisschen schneller. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das denn? Na, 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 wie machen wir das denn? Ich würde sagen... Gehen wir mal davon aus, in diesem Haus wohnt auch noch ein Butler. Dann hat er seine eigenen Räumlichkeiten. Diese Räumlichkeiten sind natürlich nicht so groß. Das hier ist ungefähr, der hat so eine ganz normale. So. Das ist cool. Moment. Ich muss eben was gucken. So. Und von da ausgehend, wie hoch ist das jetzt? Das ist jetzt auf dem zweiten. 1, 2, 3. So. Und dann so. So. Dann wird er ja gegangen, aber hier würde ein ganzes Stück kleiner werden. Das finde ich eigentlich nicht so cool. Also zumindest, das hier ist okay so, dass es hier so langläuft. Auf jeden Fall, damit der... Wobei... Ha. Mäh. Mach mal so. Und... Ist eigentlich geiler. Pass mal auf. Machen wir nämlich so. Jetzt ist nun mal der Gang, da kannst du halt, ist ja die Lobby dann mit verbunden mit dem Raum. Ne, und dann, weil hier kommt ja eigentlich, das hier benutzt überwiegend der Butler nur. Deshalb, hier kommen auch nochmal zwei Türen rein und da auch. Weil das ist so das Personal, wo, ne, hier, so in dem Bereich. Ist aber gleichzeitig auch noch ein Gang, weil die wohnen ja auch nur hier. Das gehört denen ja nicht. So. Demnach kommt das hier wieder weg. Das auch. Ich kann auch ruhig unter der Treppe wohnen. Das ist vollkommen okay. Sollen sich auch nicht so wohl fühlen. Nachher meinen die nur, die haben Rechte. So, genau. Haben wir nämlich das, haben wir das. Und dann kommt hier das so hin und ich würde sagen, hier ist dann kurzfristig eine ganze Ebene drin. Und dann so ab bis ins Obergeschoss. Finde ich gut. Toll. Hoffen wir mal, dass es so halbwegs okay wird. Gleich. Habe ich aufgehört zu reden gerade? Keine Ahnung. Ich sollte lernen, mir zuzuhören.
Ja, Pinguine, genau. Pupsende Atompinguine. Oh Mann. Es war auf jeden Fall eine lustige Erklärung. Wobei ich, also bei meinem Sohn mache ich das nicht. Also der, wenn der irgendwas wissen will, dann erzähle ich ihm das genau. Also bei Schaden kann es ja nicht, wenn der weiß, warum Pinguine nicht fliegen können. Für sie, die brauchen das einfach nicht, weil das nun mal Wasser so, überwiegend im Wasser jagende Tiere sind. Und was wollen die da schwimmen können, fliegen können? Bringt denn ja nichts. Genau, so, dann haben wir nämlich jetzt hier unter der Treppe ist nämlich dann noch ein Raum, auch vom Personal. Ich würde sogar sagen, dass da das so richtig schön assi ist, ist hier nämlich der Schlaf- und Wohnbereich von denen. Hier ist irgendwas, keine Ahnung. Und so, hier drüben haben die eine sehr kleine Toilette. Genau so muss das sein. So. Was haben wir denn hier? Ach so. Leider kann man ja noch nicht halbe Slabs aufeinander stellen, ne? Das wäre auch nur zu geil. Machen wir aber dann jetzt ausnahmsweise trotzdem so. Und... hier machen wir dann... so. Kleiner, klitzekleiner Vorsprung dann. Also sowas hier kommt einmal hier rein. Das ist da, wo dann irgendwie eine Lampe oder so auch noch dran verschwinden wird. Gucken wir uns mal an, später im Verlauf, wie das Ganze aussieht. Und hier, das wäre dann ja im Endeffekt... nee, halt, hier noch gar nicht, weil ich habe gesagt doppelte Decke. Dementsprechend, das sind Sportswood Planks. Gut, die brauchen wir gerade. Moment. Ab. Das hier ist ja die Decke. Das heißt, hier noch einmal so, dann so und dann kommen erst wieder ganze Holzplanken. Also ganze Holzblöcke. Also so. Ja, ab hier ist dann doppelter Boden. Kann ich da gerade mal rauswerfen, eben kurz die Slabs rauswerfen. Ah, da muss ich gleich noch hier die Wand höher ziehen, das heißt auch hier, das muss nochmal ganz kurz weg. So. Und dann kommt ab hier. Machen wir das so dicht. Ja, also ihr seht schon, das Ganze wird auf jeden Fall ein etwas größeres Bauwerk werden. Na. Hier muss ich auch gucken, wie ich das Ganze mache. Aber erst einmal... machen wir das Ganze so dicht. Die Lampen, die hier reingezaubert werden, auf groß oder lang, wird auch noch ein Thema sein. Wie wir das Ganze machen, muss ich mal gucken. Wird sich bestimmt was Cooles bei finden lassen. Super. Moment, einmal kurz schlafen gehen wieder. Wir sind auch schon bei einer Stunde angekommen. Das war eigentlich auch alles, was ich für heute gemacht haben wollte. Euch eben ein bisschen kurz über meine Zahnprobleme erzählen. über meine Zahnprobleme erzählen.
und euch eben zeigen, wie die Räume aufgeteilt werden. Das heißt, hier natürlich mal schon eine richtige Tür draus. Hier kommen überall noch Fackeln rein. Erst einmal, dann später richtige Lampen. Dafür haben wir ja die Glowstones geholt. Hier, ich würde sagen, das Areal lassen wir so groß und offen, damit wir hier, wir machen hier voll die fette Kuschelecke hin. Und dann so einen simulierten Fernseher machen wir an die Wand mit schwarzem Gestein oder irgendwas und einem rumherum irgendwas. Gucken wir mal. Lassen wir uns das einfallen. Hier genauso. Bis zum nächsten Mal kleide ich dann alleine die Decke aus. Mehr nicht. Ich kleide die Decke aus und das war es dann. Den Rest machen wir wieder zusammen. Wenn ihr Ideen habt, wie die Raumaufteilung, dadurch, dass ihr jetzt ja Bescheid wisst, wie der Grundriss aussieht. Ja, also hier kommen wir mit der Treppe hoch. Das heißt, das hier ist jetzt der Hausflur. Vielleicht, ich wäre dafür eigentlich, das Breite hier oder ein Stück weit davon zumindest. Also gehen wir mal davon aus, wir können hier so lang laufen, so 6, 7 breit oder so. Und dann gerade auf das dazu, dass hier dann so ein riesiges, ja, ich würde sagen, Fenster macht sich eigentlich gut, wenn man hier ein riesiges Fenster hat. Da kommen die Leute morgens aus ihren ganzen Zimmern raus, etc. Laufen an einem riesigen Fenster vorbei, können rausgucken, bla bla bla. Aber ihr könnt ruhig mitentscheiden, wie die Raumaufteilung hier sein soll. Wenn ihr da bestimmte Einfälle habt, wo was Bestimmtes hin soll oder wie was Bestimmtes aussehen soll, einfach nur raus damit. Und wir reden, sprechen, hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Und wir schauen dann einfach mal, welche crazy super shit Themen ich bis dahin habe. Ist ja schon eine Stunde rum, ey. Hab ich gerade mal davon geredet, wie gerne ich zum Zahnarzt gehe, dass ich darauf stehe, wenn ich Schmerzen habe. Ja, und das war's dann aber für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, denn heute ist nicht alle Tage. Ich zock wieder, keine Frage, euer Archie. Und ich muss gleich auch schon los. Ich fange an, das Ganze zu rendern, zu schneiden und gehe dann gleich DSA spielen. Haut rein, wir sehen uns. Ciao, Freunde.